grauen, verregneten Herbsttag bin ich mit Sabi und Nico unterwegs zu einer alten Lungenklinik irgendwo in Deutschland. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind hier heute bei einer ehemaligen, ja, es war mal vor ganz langer Zeit, eine Lungenheilstätte für damalige Bergbauarbeiter. Steht sehr, sehr lange schon leer, verfällt auch zunehmend und wir müssen mal gucken, dass wir uns da auch heute speziell sehr vorsichtig bewegen, weil es macht schon einen sehr, sehr maroden Eindruck. Da hinten ist auch schon ein Gebäude komplett eingestürzt und das gucken wir uns heute mal an und mal gucken, was uns hier heute so erwartet. So, wir gehen dann jetzt mal rein. Dass der Beton so nachgibt. Eieiei. Junge, da kannst du nicht mehr. Siehst du, wie der reißt da unten drunter? Es wölbt sich. Der wölbt sich rein, der reißt da unten hin. Da vorne, hier oben. Ja, da oben. Ja. Der wölbt sich so nach unten hin. Ja, raus hier. Alter, raus hier. Aber echt ganz schnell. Sehr, sehr akut einsturzgefährdet. Hier gehen wir wieder raus. Das ist ja. Der steht schon ewig leer, ja. Ja, 1869 oder so damals. Da war das Lungenheilstätte für Bergbauerleute. Ja, ehemals schönes Gebäude. Ja. Ja, Leute, hier seht ihr das. Das ist ja hier auch der Dachstuhl. Das ist ja alles, also alles roh. Das ist alles Rohbau. Komplett. Das war das Arzthaus oder so. Arzthaus meinst du? Wo wir gerade geguckt haben. Erbaut worden, das, dann tropft das ja auch schon bestimmt 20 Jahre da rein, das Wasser. Ja. Dann ist diese alte Beton irgendwann, Hier hängen noch Jalousien runter. Aber ist natürlich alles hier. Ich denke mal, mit groß reingehen ist ja nicht viel, Leute. So, hier ist dann so ein Durchgang gewesen. Eine Durchfahrt, wahrscheinlich dann auch die Krankentransporter durchgefahren und alles. Jetzt wollen wir nochmal die Lampe anmachen. So, hier, man kann natürlich überhaupt nicht mehr erkennen, was irgendwas mal irgendwann gewesen ist, von den Räumen her. Hier ist was gekachelt. Hier war vielleicht eine Auffangstation oder was da hinten. Kannst du gar nicht mal aus den Fenstern gucken, ey.
Man weiß es natürlich alles Schmierereien, es steht ja schon bestimmt seit den 90ern, sage ich mal, ist das hier mit Sicherheit schon verfallen. Schätzungsweise mindestens 70er, 80er, wer weiß, wie das da hier aussah. Bestimmt auch schon schlimm. Ja. Betreten, verboten, Einsturzgefahr. Ob die das jetzt erst nachträglich daran gemacht haben, könnte ich mir halt gut vorstellen. Das wird natürlich, wo es noch aktiv war, da noch nicht gestanden haben. Und das ist es in der Tat. Einsturzgefährdet. Hier ist ein provisorisches Gatter drüber. Über so ein Loch hier, über so einen Schacht. Da dicht gemauert hier und hier hat es halt auch mal gebrannt, das sieht man schon. Schwarzes Gemäuer. Guckt euch das an, Leute. Überall kommt's runter. Überall. Was sind das für Folien vor den Fenstern? Das haben wir schon immer zugemacht irgendwann. Mit Folien. Wollten das zuhalten. Fenster sind ja schon ewig raus. Vielleicht sollte man das mal irgendwann renovieren, aber. Also wenn jemand mal Ahnung hat hier vom Bau oder so und weiß, was das hier für. Ja, für Folien an den Fenstern, wo früher mal die Fenster waren, sind, gerne mal in die Kommentare. Wir gucken jetzt hier nochmal von der anderen Seite. Da, wo wir eben durchgeguckt haben, wo von den Fenstern aus nur der Hang zu sehen war hier. Was natürlich schon natürlich sehr merkwürdig ist, weil das wird damals mit Sicherheit auch so gewesen sein, dass hier ein Hang war. Da hat man natürlich nicht viel gesehen aus den Fenstern. So, hier ist es sehr rutschig. Da müssen wir jetzt mal aufpassen mit dem Gehen. Auf jeden Fall ist das hier auch so ein Trampelpfad, das sieht man schon. So, Nico, richtig. Hat er richtig erkannt. Ja, guckt euch das an. Das Efeu wächst hier hoch. Fensterbogen, Türbogen liegt hier noch. Oh, Kopf aufpassen.
hoffe, ihr könnt einigermaßen was sehen. Wie gesagt, meine Batterien sind hier leider schon ziemlich leer. Die ehemalige Liege mal hier irgendwie. Krankenliege. Ein bisschen spooky ist es schon, ne? Ja? Da gibt der Boden nach, wa? Knackt ein bisschen. Oh, Decke geht auch noch. Guck mal, wie das ist, was? Oh, wir sind jetzt hier auch im Erdgeschoss. Erdgeschoss. Ja? Dann sind wir doch nicht mehr. Er ist ein EG. Ja. Guck durch das mal. Wenn du da, dann brichst du durch. Dann brichst du durch. Obwohl das hier wirklich. Nee, das ist auch nur. Das ist PVC. Wenn du eine Tür zerstehst, stehst du immer auf eine Mauer. Denn diese Mauer hier ist hier drunter auch. Das sagt man ja auch immer bei Erdbeben. Wenn du hier stehst. Sollst in den. Weil du hast eine Mauer über dir und unter dir. Ja, du sollst im Türrahmen stehen. Normalerweise. Genau. Ja Leute, wie gesagt, es gab jetzt hier leider nicht mehr so viel zu entdecken, außer die Größe dieser gesamten Anstalt, was auch echt beeindruckend ist. Aber wie gesagt, leider bei diesem Verfall ist es doch dann zu gefährlich, hier irgendwie weiter vorzustoßen und weiter reinzugehen. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns ja beim nächsten Video wieder. Bis dann.